Spiele und T-Shirts sind ihr Leben. Die Rede ist von Shirts for Clans, einem Kieler Unternehmen, das seit November 2001 schwerpunktmäßig Leibchen für LAN-Zocker bedruckt. Qualität und Kundenfreundlichkeit seien das A und O, sagen die vier Jungs. Sie bannen mittels eines aufwendigen Siebdruckverfahrens die abgefahrensten Clan-Logos auf die Shirts. Hallo, ich bin der Warlock, Lothar Bindernagel, ich bin der Grafiker von SVC und ich bearbeite gerade hier einen Auftrag eines Clans, von dem wir just gerade das Bild reinbekommen haben in Form einer Datei und mache hier die Farbseparation, also sprich, baue das in die einzelnen Farben um, die wir halt dann zum Drucken benötigen und lasse dann hier die Filme raus, die dann nachher als direkte Druckvorlage für die Bedruckung der Shirts dienen. Nachdem das Logo grafisch überarbeitet wurde, werden die einzelnen Farbschichten auf Passgenauigkeit überprüft und anschließend in die Druckvorstufe zum Belichten der Siebe geschickt. Die Siebe sind in die Maschine eingesetzt worden. Jetzt müssen nur noch die T-Shirts aufgezogen werden. Dann kann es mit dem Drucken losgehen. Farbe für Farbe wird durch das entsprechende Sieb gedrückt. Das Logo nimmt langsam Gestalt an. Anschließend geht's zum Trocknen durch einen 180 Grad heißen Ofen. Und voilà, fertig ist das Clan-Shirt. Textilien zu bedrucken ist aber nicht alles, was die Jungs aus Kiel können. Sie zocken natürlich regelmäßig und engagieren sich kräftig in der Szene, wie Geschäftsführer Jens Lohmann sagt. Ja genau, das wird unsere nächste große Sache. Wir planen eine Schiffs-LAN. Die soll auf dem Passagierdampfer hier in Kiel starten. Morgens freitags oder mittags freitags soll das losgehen. Dann wird auf dem Weg nach Göteborg sich ordentlich auf die Mütze gehauen. Also das wird eine richtig schöne, nette Party mit Disco-Abends und. Also das komplette Programm. Ich will noch nicht so viel verraten, aber das wird, ich muss sagen, der Knaller des Jahres. Lass uns mal überraschen. Auf jeden Fall mit Göteborg-Landgang und Sonntagabends geht's dann wieder zurück.